Ja, du? Ha. Was ist hier passiert? Wieso? Was soll denn passiert sein? Naja, es ist so, so ordentlich. Tja, der Mann kann. Wenn der Mann will. Ich habe alles durchgewischt, alles aufgeräumt. Dann waren wir noch im Wald. Da haben wir Liebbäume. Woher er das wohl hat. Du, also wenn du mir jetzt hier Gesellschaft leistest, dann kannst du auch was mitfuttern. Danke. Ja, dann hole ich uns jetzt schon die Untersätze. Gut. Halt, nein, warte. Ich hab doch gesagt, warte. Papa, was ist das denn alles? Irgendwo muss das Zeug doch hin. Komm her, ich helfe dir. Du brauchst wirklich eine Haushaltshilfe. Nein, Quatsch. Ich komm noch klar. Dana und King kommen auch. Hey, wir suchen zusammen die Richtige aus, ja? Wo warst du denn? Das habe ich ganz vergessen. Papa, ja, habe ich dich gestern extra noch daran erinnert. Egal, jetzt ist er ja hier. Also, darf ich vorstellen, das ist Frau Kerstin Peters und das ist unser Vater Thomas Bohr. Und unser Bruder Tom. Ich lege den Kleinen erstmal ab. Ja, das kann ich ja übernehmen. Wieso? Ja, über den Posten und das Gehalt haben wir ja schon gesprochen. Kost und Logis frei? Natürlich suchen wir auch jemanden für nachts. Unser Bruder schläft noch nicht durch. Und die Anbindung an die Familie ist uns sehr wichtig. Also wir suchen eigentlich eine Frau, die zu uns passt. Und die uns erträgt. Ja, in ihrem Lebenslauf steht ja, dass sie schon 7 Jahre Berufserfahrung haben. Ja, ich war in mehreren Familien mit vielen Kindern und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit den Qualifikationen finden Sie keinen anderen Job? Was soll das denn? Ich bin ja kein Auffangbecken für irgendwelche gescheiterten Existenzen. Ich habe keine Familie oder so, aber ich habe schon öfter auf Kinder aufgepasst. Sie glauben, das reicht? Geht es eigentlich wieder raus, sagen Sie? Bin gerade erst zu Hause ausgezogen. Cool, wenn ich bei euch pennen kann. Eigentlich mag ich ja keine Kinder. Sind Sie Alkoholiker? Auf Bewährung? Was soll das denn? Einige Ihrer Mitbewerberinnen haben staatliche Qualifikationen. Können Sie sich mal eine Scheibe von abschneiden? Also beim Geburtstag haben wir auch ein bisschen geschummelt, was? So weit kommt's noch. Nein! Können Sie nicht hören? Ich habe gesagt nein! Raus! Also von denen kommt mir keiner ins Haus. Du hast ja auch keiner eine Chance gegeben. Ach, das ist ja nichts, sorry. Hab ich ja gleich gesagt. Ich bin Brigitte Schumann. Vicky. Tag. Ich hab gehört, ihr braucht Hilfe. Und dann hat Jessica mich angerufen. Jessica? Welche Jessica? Stiel. Deine Ehefrau. Nee, meine. Oh, Entschuldigung. Ist es okay, wenn ich euch duze? Ja, klar. Woher kennen Sie denn Jessica? Also dann müsst ihr mich aber auch duzen. Okay, woher kennst du Jessica? Jessicas Bruder Ronny war eins von unseren Pflegekindern. Sie hat uns immer mal wieder besucht. Sie hat allen meinen Pflegetöchtern die Fingernägel lackiert, manchmal auch den Jungs. Wie viele Pflegekinder hattest du denn? Acht. Acht? Ja. Die sind jetzt alle schon groß und aus dem Haus. Gott sei Dank kommen die mich ab und zu mal besuchen, sonst wär's ja gar nicht auszuhalten vor lauter Ruhe. Jedenfalls hat Jessica gemeint, dass ihr Unterstützung gebrauchen könntet. Und ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Ich kann kochen, ich kenne mich mit Kindern aus und ich habe Nerven wie Drahtseile. Und außerdem gefällt es mir hier gut. Also ihr gefällt mir gut. Nur leider kennst du unseren Vater noch nicht. Er ist ziemlich schwierig, grob und freundlich. Ja. Auch das kann ich ab. Thank you.
Schicksalsschlag verändert einen Menschen. Manche werden hart und ungerecht oder verschließen sich, aber das passiert ja nicht aus Boshaftigkeit. Oh oh. Da hat ja wohl einer die Hosen voll, oder? Soll ich das gleich mal übernehmen? Gern. Na? Mein kleiner Stinker, wollen wir dich mal untenrum wieder frisch machen? Ich zeig dir gerade, wo alles ist. Mhm. Du, ich bin übrigens die Biggie. Sag mal, sind wir uns eigentlich schon mal irgendwo begegnet? Du kommst mir so bekannt vor. Als dann die Kinder aus dem Haus waren und keiner mehr Streiche gespielt hat, da wurde es richtig langweilig. Also habe ich das dann übernommen. Streiche spielen? Naja, ganz harmlose natürlich. Zum Beispiel? Bei der keifenden Frau Müller die Klingel mit dem Streichholz einklemmen. Da hatte das ganze Dorf was davon. Was machen Sie da mit meinem Sohn? Ach, so sieht man sich wieder. Ihr kennt euch? Ja, wir sind uns heute Morgen schon mal kurz begegnet. Ich bin Biggie Schumann. Ja, das ist unsere neue Haushaltshilfe. Was? Moment mal. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Um ehrlich zu sein, nein. Du wärst sowieso dagegen gewesen, also haben wir jetzt ohne dich entschieden. Es wird bestimmt eine aufregende Zeit. Hm. Hast du mir was mitgebracht? Alexa, wieso? Du hast doch schon alles. Lass mal sehen, vielleicht gefällt es mir ja trotzdem. Sag mal, deine Pelzkollektion, die sorgt aber ganz schön für Aussehen. Bei meiner LPR kannst du dich nicht beschweren. Ja, war ja klar, dass irgendwann die Ultra-Vegane aus ihren Hanfzelten kriechen. Stilloses Pack. Und? Was ist jetzt? Kommt endlich mal die Security, um mir aufzuräumen? Die können wohl auch nichts machen. Es ist nicht verboten, hier zu demonstrieren. Sag mal, wozu mache ich mir eigentlich die Mühe, jede verdammte Tierschutzverordnung einzuhalten? Meine Pets sind astrein. Vielleicht können wir mit ihnen reden und ihnen erklären, dass wir nur Tiere von zertifizierten Farmen verwenden. Ach, das bringt doch nichts. Die drehen einem noch jedes Wort im Mund um. Am Ende werden die noch aggressiv. Also ich denke auch, wir sollten ihnen besser nicht so nahe kommen. Ja, wir warten einfach ab. Wenn man sie ignoriert, verschwinden sie von ganz allein. Ist doch eigentlich mal, was da drin ist. Übrigens, die Fotos, die gehen gleich um die ganze Welt. Okay, zum Thema ignorieren. Ja, wenn ihr nicht mit raus sein wollt, dann hopp rein mit euch. Ich glaube, die verschwinden nicht so schnell. Und traut sich ja kaum noch, die Firma zu betreten. Jetzt entspannt euch mal. Fakt ist, dass wir uns korrekt verhalten. Unsere Pelze erfüllen jede einzelne Tierschutzauflage. Schlechte Presse haben wir aber trotzdem. Ja, die schreiben unsere Kollektion nieder, ehe sie auf dem Markt ist. Uns fällt schon noch was ein. Wir brauchen einfach eine Gegenkampagne. Ich muss mit unserer PR-Abteilung sprechen. Weißt du was, ich rufe da an und mach dir sofort einen Termin, ja? Danke.